Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und natürlich ganz klare Sache, Leute, am Dienstag 16 Uhr wird es wie immer einen Livestream geben. Nein, nicht wie immer, aber es wird auf jeden Fall einen Livestream dann geben. Mal seid auf jeden Fall am Start. Ich werde alle meine Punkte, die ich bisher angespart habe, wirklich alle rausgeben im Premier League Tots. Also mal gucken. Vielleicht haben wir ein bisschen Packluck und ich kann was ganz Nices ziehen. Wäre ja eine ganz wilde Sache auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, was dann am Start sein wird. Vielleicht ja wieder ein bisschen Packluck. Der EA-Account erlebt, das wissen wir ja alle. Und ja, dann, gestern gab es nämlich auch nochmal ein Video, da habe ich nämlich auch ein garantiertes Pack geöffnet. Ein garantiertes 94-Plus-Pack im TOTS. Das heißt, falls ihr das verpasst habt, dann könnt ihr natürlich das auch gern nochmal nachschauen. Packluck, ja, ich weiß nicht, war das am Start? Man weiß es nicht. Ihr könnt es gern nochmal abchecken. Genau, das heißt, wir gehen jetzt auch erstmal hier rein ins TOTS-Event. Ich habe noch ein bisschen Energie. Das heißt, wir machen hier noch schnell das erste Spiel. Genau, hier ist schon nach der Aktualisierungsszenarios. Jawohl, da gehen wir jetzt schnell nochmal rein hier. Das ist ja auch eigentlich ein ganz nice Skillspiel. Ich finde sogar, Szenarios ist eines der besten Skillspiele so. Irgendwie ist das so am nächsten dran am normalen Fußballgeschehen. Auch wenn man direkt mit einem Schuss hier das geschafft hat. Ja moin, das war's wieder komplett. So, zack, hier Szenarios, kriegen wir das ganze Zeug abgeholt, jawohl. Habe ich derzeit 575 Punkte, wären aber natürlich noch viel mehr. Ich kann ja noch Special spielen, ich kriege ja noch im Pass was. Und ja, also ein bisschen was ist hier auf jeden Fall noch am Start. Genau, so, dann, also ich kann euch hier mal zeigen, Community habe ich das auch gemacht. Login-Boni-Zeugs habe ich mir jetzt nämlich auch alles aufgespart. Hier habe ich jetzt auch einen 93-Plus Toti-Startspieler, den man hier drin natürlich auch ziehen kann. Dann hier Toti-Nomini, ich denke mal, ihr kennt das sowieso alle. Ich habe derzeit zwei, ich habe mir den eigentlich schon vorhin abgeholt. Also ich denke mal, im Livestream könnten wir, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ja genau, wir könnten vier Tots-Login-Bonus-Zeugs da öffnen. Also das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz wilde Sache. Dann im Tots-Special. Ich habe mir noch kein richtiges Team zusammengestellt. Ich bin auch noch nicht in der besten Liste drin. Also ich warte auch noch ein bisschen, vielleicht bis heute Abend so, mal gucken. Und dann werde ich wahrscheinlich meine ganzen Punkte raushauen. Wahrscheinlich werde ich es dann so irgendwie machen. Und dann auch hier die ganzen wöchentlichen Energiezeugs hier kaufen. Das wird auf jeden Fall eine ganz wilde Sache. Und ich habe auch erstmal hier nur ein, habt ihr auch wahrscheinlich schon gestern im Video gesehen, ein Icon-Team zusammengestellt hier. Dass ich hier diese 30 von 30 Icon-Spieler-Bonus-Zeugs da bekomme. Und genau, also ich habe nämlich auch so die Hoffnung, dass wenn ich länger warte, bis ich in der Bestenliste drin bin, dass ich halt eine schlechtere Bestenliste bekomme. Und dass es dann vielleicht auch ganz gut aussehen wird insgesamt. Genau, ich werde das auch dann privat diesmal machen, nicht im Stream. Im Stream war es alles ziemlich langwierig und hat ewig gedauert. Deswegen mache ich das wahrscheinlich privat. Ich mache vielleicht ein oder zwei von diesen wöchentlichen Energieangeboten im Stream. Aber ich denke mal, die meisten werde ich so machen. Genau, so sieht es auf jeden Fall hier aus. Premier League Punkte könnte ich hier auch schon abholen. Aber hier warte ich auch, wie schon gesagt, bis ich hier weiter hintergehen kann. Es wäre schon eigentlich ganz nice, hier auch den 93er Spieler abholen zu können. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal hier so krass reinsuchte. Wie auch in dem anderen, bei Buendia. Das war auf jeden Fall eine ganz wilde Sache. Ist der eigentlich jetzt irgendwas schon wert oder so? Sind die jetzt mal ein bisschen gestiegen? Weil Buendia, den gibt es ja so an sich gar nicht mehr. Ja, okay. 500.000 oder so ist eigentlich eine ganz nice Sache. Yilmaz ist auch gestiegen. Sehr schön. Goldson ist auch gestiegen. Alter, geil. Okay, Dakar ist immer noch so schlecht wie vorher. Puki ist auch in Ordnung. Remiro auch. Und der Rest gucke ich auch erstmal noch nicht nach. Also es ist eigentlich auf jeden Fall eine ganz, ganz nice Sache. Hier habe ich vorhin ein paar Tots gesniped, die ziemlich billig waren. Genau, und hier sind noch ein paar andere Spiele, die ich auch noch verkaufen kann, die noch nicht rausgegangen sind. Dies und das. So, hier hinten habe ich auch noch ein paar 60-Plus-Spieler und so. Oh! Ah, macht aus dem Schacht YT. Ich habe ein Liga-Turnier gewonnen. Sehr schön. Das können wir jetzt auch holen. 500 Vorteilspunkte. Ich habe jetzt 1400. Was kann ich jetzt mit den ganzen Punkten machen? Ich hole mir auf jeden Fall... Ja, komm. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein Guess mehr. Das ist doch hier ganz wichtig. Erstmal Guess mehr holen. Hier, Bonus-Guess. Jawohl. Das machen wir doch hier auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch 900 Punkte übrig. Damit hole ich mir noch mehr maximale Chemie. Genau, hier 12 mehr.
Und das heißt, ich habe jetzt wie viel Chemie? Steht das hier? 144, kann das sein? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Wie viel habe ich? Ich habe 257, ich habe nicht Full Chemie. Ich habe nicht Full Chemie. Das heißt, ich muss wahrscheinlich noch Chemie-Boost nehmen. Ei, das ist natürlich jetzt belastend. Ich habe nicht Full Chemie. Boah, heftig. Das ist echt heftig. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, ich bräuchte jetzt wahrscheinlich Chemie-Boost. Kann ich da jetzt einen machen? Nee, ich habe nur 155. Doch, passt. Chemie-Boost. Mal 3. Passt. Komm. Ich hoffe mal, das reicht das jetzt. Komm, bitte reich. Jawohl, 260. Sehr gut. Sehr gut. Uff, Alter, Leute. Nochmal gesaved hier. Noch einmal gesaved. Ich hatte schon Angst hier, dass es nicht klappen könnte. Aber gut, der Chemie-Boost ist ja hier am Start. Wie viel kostet hier die nächste Stufe eigentlich? 100. Ja, würde eigentlich auch in Ordnung gehen. Boah, nochmal gesaved. Uff, das war jetzt hier gerade ein Schock. Das war ein richtig heftiger Schock. Und ja, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal rein. In dieses, keine Ahnung, in diese Hero ESL SBC. Hier kann man ganz wilde Sachen draus ziehen. Boah, was kann ich dazu sagen? Die letzte SBC war ja nicht so geil für mich. Also animiert wäre schon geil. Also animiert wäre wirklich schon sehr, sehr geil. Das kann ich jetzt schon so sagen. Und ich sag mal, ab Diego Maurizio ist es in Ordnung. Bei Diego Maurizio würde ich sagen, ja, ist okay. Ist nicht so geil eigentlich. Sing Eze bitte nicht. Und Fall und Yahoo wären in Ordnung, denke ich mal. Wären super, wären absolut krass. Dann noch animiert, uff, das wäre wirklich eine ganz, ganz wilde Sache. Ich habe jetzt einfach mal Hero ESL Spieler genommen, weil ich glaube, die sind ein bisschen mehr, die kosten alle ein bisschen mehr, weil es gibt nämlich auch, glaube ich, keine normalen 80er Spieler aus dieser Liga, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und genau, ich habe schon hier die SBC vorbereitet, müssen wir nicht alles kaufen. Habe ich auch vorhin schon ein paar mehr auch gesniped, so die ein bisschen billig waren. Vielleicht sind die jetzt auch demnächst, vielleicht werden die ja noch ein bisschen steigen und dann kann ich hier ein wenig traden. Ich habe ja auch immer noch hier, wie ihr schon gesehen habt, die ganzen Community-Tots-Spieler und so, die ich alle noch verkaufen muss. Dauert noch ein bisschen, aber mal sehen. So, Leute, let's go. Mal gucken. Mal gucken, was haben wir jetzt hier drin. Puh, Leute. Leute, Alter. 90 plus SBC. Bitte, komm. Gönnt einfach. Gönnt einfach was Gutes. Bitte kein 90er, kein 91er, 92 bis 93 wäre voll in Ordnung. Voll in Ordnung und animiert ist auch okay. Heißt 91 und animiert wäre auch super. Ich drücke drauf in 3, 2, 1. Let's go. Komm, gönn, bitte. Gönn, yay. Sing, unanimiert. Oh. Ich habe einfach keinen Packluck in diesen Packs. Ach, du Heilige. Ja, 90er am Rinder Sing. Boah, was hat er so für Stats? Ja, okay, 115 Reflex. Ja, 90er Sing. Puh, ja, das ist halt so die Frage, ne? Was soll ich dazu sagen? Ist der doch irgendwas wert? Ja, wahrscheinlich nicht. Ah, ist ein guter Torhüter. Oh, doch! Okay, Torhüter sind ziemlich viel wert. Aber ich warte damit noch, mit dem Torhüter. Das ist ein sehr guter Torhüter für mein Team hier, für mein zweites Team hier für das Special. Wo ist es? Ist es das? Nein, das ist das Chelsea-Team. Das ist das richtige Team. Genau. Als aktiv können wir das mal markieren. Und da habe ich jetzt hier, kann ich jetzt als Torhüter diesen Sing nehmen. Okay, in Ordnung. Ist in Ordnung. Dafür hat sich jetzt eigentlich ein bisschen gelohnt, kann man schon sagen. Genau, so wie wir, was habe ich jetzt noch für weitere Spieler? Ich habe mir noch ein bisschen was hier auch gesniped. Wen kann ich hier, diesen Chang-Te kann ich noch reinhauen und sonst eigentlich keinen, soweit ich sehe. Okay, diesen Chang-Te halt noch. Da habe ich nämlich einen für 128k gesehen. Den musste ich einfach kaufen, Leute. Mein Instinkt hat mir einfach gesagt, ich muss den kaufen. So, das richtige Team noch aktivieren. Und das heißt, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen ein Video, kein Livestream. Der Livestream, den gibt's am Dienstag, 16 Uhr. Seid auf jeden Fall am Start. Bis dahin, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.